So, ich habe hier eine Gerade mit m gleich minus 2 und t gleich 4. Also hier ist mein t und dann minus, minus ist bergab. Ja. 2 runter, 1 rüber, machen wir größer, damit wir hier, ja, hier, da, wenn ich 4 runter gehe, bin ich bei 2. Und dann habe ich hier die 4 runter, 2 rüber und dann habe ich hier so eine schöne, da geht es doch gerade, ich habe gerade kein Lineal da. Genau, das ist die A, fertig. Ermitteln Sie den Wert so, dass das Dreieck, dass die zugehörige Gerade mit dem ersten, der erste Quadrant ist das, erster Quadrant, zweiter Quadrant, dritter Quadrant, vierter Quadrant, so, mit den beiden Koordinatenachsen einschließt, ja, soll den Flächeninhalt 6 haben, hier bin ich, so, da habe ich, also hier, in dem Fall, das ist gemeint, x-Achse, y-Achse, erster Quadrant, ja, und was habe ich denn hier für eine Fläche? Hier habe ich 4 mal 2, also Dreieck. A ist ja 1/2 Grundlinie Höhe, also 2 mal 4 mal 1/2. Das heißt, für dieses Dreieck hätte ich 1/2 mal 2 mal 4 ist 4. Ja, das passt aber nicht. Ich brauche 6. Und das würde ich jetzt haben, indem ich zum Beispiel die Grundlinie könnte ich ein bisschen breiter machen. Ja, auf 3. Ja, dann hätte ich hier A2 gleich 1/2 mal 3 mal 4. Ja, weiterhin zur 4 laufen. So. Dann habe ich das gesuchte Dreieck. Und was brauche ich hier für ein m? M ist ja hoch durch quer, also 4 durch 3. M gleich minus 4 Drittel. Minus, weil es fällt und 4 durch 3 wegen diesen, mit dieser Fläche.